Ja, weiter geht's mit Die Sims Mittelalter. Hier mit der wahnsinnigen Celia. Die ist nämlich blutrünstig und will immer alle verkloppen. Ja, immer noch im Pranger. Soll ich da einfach mal hingehen? Jetzt schon wieder verloren, habe ich gesehen. Als Celia auf dem Hügel angekommen war, der die grausamen Instrumente der Gerechtigkeit des Königs beherbergte, fielen ihr mehrere unbekannte Gestalten auf, die am Pranger gefangen gehalten wurden. Bei näherer Betrachtung erkannte Celia die Person, die der Sim beschrieben hatte. Voller Schmerz wurde ihr klar, dass sie die Vision nur deuten können würde, wenn sie für ihr Wohl gesorgt wäre. Ist nicht konzentriert genug. Oh. Noch hier bestimmt auch Bücherregale, oder? Da. Oder Igel sammeln. In den Bücherregalen verstehe ich noch nicht so ganz. Ich kann Merlin, der gesegneten Mönch, trotz seiner Stellung in Starshine nicht einfach freilassen, Celia. Er hat unseren Gesetz missachtet. Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden, wenn das Königreich nicht in Anarchie verfallen soll. Wenn Sie jedoch jemanden bereit erklären, seinen Platz am Pranger einzunehmen oder die Kaution zu bezahlen, könnte ich seine Freilassung bewilligen. Ah ja. Gut, dann machen wir hier mal Igel sammeln. Igel sammeln, Igel sammeln. Huch. Das immer noch nicht mit den Bücherregalen. Altes Vibe. So. Ein Bild machen. Nur Kräuter vorhanden. Oh. Da müsste er sich mal eben kurz entlassen. Das ist gar nicht so schlau, alle Kräuter hier reinzustecken. Dann behält die einfach mal. Alle nehmen so sollen. Ja, okay, das geht noch.
Die ist ja aus wie ein Vampir. Hat aber keine Vampirzähne. So ähnlich. Komm, einer geht noch. Perfekt. So, das hätten wir auch hinter uns. Forsche einfach noch was und dann lesen. Ich glaube, das bringt nichts, aber. Ja, ich weiß sonst nicht. Weiß sonst nicht, wie ich das machen soll. Hä? Warum? Ich hab doch zwei operiert. Behandelt. Scheiße. Oh, das gibt schlechte Laune. Hallo? Kann ich mal hier raus? Bitte. Das gibt schlechte Laune. Shit, und es sind keine mehr da. Fuck. Also mit behandeln meinen die kranke Sims gesund machen, oder? Um 4 Uhr morgens ins Bett gegangen. Ich check das immer noch nicht mit den Bücherregalen. Manchmal sind die so scheiße. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal ins Schloss. In diesem Bücherregal sind keine Bücher. Da ist nur ein Buch drin oder was? Oh. Oh, so, das war's. Mich überrascht es nicht, dass das Bücherregal keine Titel aufweist, die auf Legenden von einer Quelle hindeuten. Fiktive Geschichten haben von Natur aus einen eher geringen praktischen Nutz. Die Geschichte ist im Dorf sehr beliebt und der Laden dort bezieht seine Waren von Durchreisenden. Am besten sehe ich dort mal nach, ob es etwas gibt, das Licht in meine Vision bringen kann. Oh, ich muss da nur durchsuchen. Also so reingucken. Alter. Kein Schlaf, keine Kontakte knüpfen, Mama. Funken habe ich doch nicht. Wollte sie das noch? Nein, schwache Heilsalbe. Mann. Oh. Ach, das war's. Okay. Gut, dann noch was essen. Dann gehen wir ins Dorf. Irgend so eine Fabel, ne? Oh, alles klar. Oh. Ja,
gibt's denn noch so? Ja, komm, hier, keine Ahnung, was es war, aber ich mag diese Dinger immer nicht. Das ist aber so voll viel zu lesen und dann so, Hat sie jetzt, oh, bitte. Bitte sag mir nicht, sie hat das Essen oben stehen lassen und jemand anderes hat es gegessen. Noch da. Lass dich ins Inventar tun. Bitte, 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 sei schnell, sei schnell! Oh, Gott sei Dank. Die Fabel war eine unterhaltsame Lektüre, enthielt jedoch keinerlei Hinweise darauf, wo die Quelle zu finden sei. Ein beachtlicher Teil der Geschichte schien zu fehlen, und der Rest schien von mehreren verschiedenen Autoren zusammengesetzt. Wie soll Chirurgin Celia die Freilassung von der gesegneten Mönch einwirken? Oh, ich zahle das mal. Kann ich hier irgendwelche untersuchen? Das mag ich immer voll. Ah. Ist geheilt. Sammeln wir den Shit hier noch wieder ein. Tada! Ja. Wie zahle ich denn die Strafen? Muss ich den König sagen, oder? Der König. Da. Okay. Oder einfach hier in die Post. Ah, hier, okay. So, jetzt wo die Gebühren entrichtet sind, müsste ich mir eine offizielle Behandlung von königlichen Ratgemälde, Begnadigung, nicht Behandlung, einholen können. Okay. Jetzt muss ich hier noch meinen Patienten behandeln. Kann ich noch einen Haufen raufpacken? Okay, einer geht noch. Und jetzt isst sie was und geht ins Bett. Essen. Das ist. Mach doch nicht das Essen umsonst. Musste schon essen, Fräulein. Ja gut, und damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Also. Sag ich mal vielen Dank fürs Zusehen und haut rein.